Nun mal als kleines Update, so steht sie jetzt da. Mechanisch ist sie soweit fertig und ich dachte mir, zur Feier des Tages machen wir mal einen kurzen Rundgang um die Fräse und ich zeige euch mal, was ich am Schaltschrank schon gemacht habe. Und ja, gehen wir mal rundherum. Gut, so steht es jetzt da. Auf der Seite habe ich hier so einen Schwenktisch noch hingemacht. Der lag noch rum. Kommt aus grauer Vorzeiten aus dem Büro. Aber das ist dann wunderbar. Hier kann ich die Tastatur und den Bildschirm dann drauflegen. Auf der Seite hier unten kommt der PC nachher hin, beziehungsweise die Steuerung und der Computer. Hier habe ich meinen Anschluss. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt gehabt. Ich möchte ja alles über den Drehstrom anschließen. Habe jetzt hier nochmal Sicherungen und einen FI drin und habe dann hier meine Anschlüsse für den normalen Strom, für den PC und so weiter. Das sollte soweit alles reichen. Genau. Ansonsten ist die Fräse jetzt komplett aufgebaut, bis auf die Kabel. Aber der mechanische Teil ist an sich fertig. Heißt, die Kabel, die Schleppkette ist drin. Ich habe hier auch diese Abdeckungen schon montiert, die jetzt im Endeffekt als letztes gedruckt wurden. Ist auch so ein Kabelkanal hier. Die Dinger habe ich umgedreht gehabt. Ich glaube, das macht relativ wenig Sinn. Sie sind eigentlich, ist das Teil hier andersrum und wird von unten hingeschraubt. Genauso wie dieses Teil hier. Und das werde ich wahrscheinlich noch drehen. Vielleicht, wer weiß. Genau, hier nochmal der Sensor. Und die Auslöser dafür. Genau, also so steht es jetzt momentan da. Die Spindel habe ich mal grob ausgerichtet. Die ist also wirklich im rechten Winkel zu dem Seitenteil hier. Sollte alles soweit gut funktionieren. Und ich kann es nach wie vor nicht erwarten, dass sie endlich mal in Bewegung kommt. Und was liegt jetzt hier alles in der Mitte? Das wollte ich euch wirklich noch zeigen. Das ist das, was jetzt aktuell übrig ist. Bei ein paar Sachen weiß ich, dass sie übrig sind, weil ich bestimmte Sachen natürlich nicht gebaut habe. Moment, ein Teil fehlt sogar noch. Und zwar dieses hier. Ich habe ja hier dieses zweite Ohr nicht hingebaut. Heißt, ich habe natürlich jetzt hier ein paar Schrauben weniger gebraucht. Aber ich habe noch irgendwie einen Haufen Kugellager übrig. Die könnten natürlich jetzt von da hinten drin sein. Oder werden wahrscheinlich. Aber dahin, ist da hinten nochmal dann? Ja klar, muss ja nochmal eine Umlenkung drin sein. Ich habe nochmal so ein Band. Warum ich da zwei bestellt habe, weiß ich nicht. Vielleicht waren noch zwei drin. Hier habe ich noch so ein Fetzen von dem. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe zwei Motoren hier bestellt gehabt, was die Anleitung halt so vorgegeben hat. Hier ist also noch einer drin. Ich werde ihn nicht hinbauen. Das bleibt jetzt bei mir im Endeffekt Ersatz. Hier ist noch so ein Fetzen von der Schleppkette übrig. Was mich jetzt so ein bisschen erstaunt, ist das, dass ich hier wahnsinnig viele Schrauben übrig habe. Dieser große Beutel, der müsste allerdings sein für die Unterleger. Das heißt, in dem Plan ist ja eigentlich diese Unterlegteile oder diese Unterlegplatten, die sind ja über den ganzen Tisch verteilt unten drin. Das werden die hier sein. Aber ich habe auch noch ganz viele hier M5x20 übrig, 6x25. Also es ist echt noch einiges da, was jetzt irgendwie hier übrig ist. Auch hier, keine Ahnung, wo ich die vergessen habe oder wo die noch hätten hingehört. Ich weiß es nicht. Von dem Zeug hier habe ich auch noch einiges übrig, wobei ich auch hier eine ganze Packung bestellt habe, gerade was die Nutensteine angeht. Da sind 100 in einer Tüte. Da habe ich auch 100 bestellt. Vielleicht hier und da waren vielleicht auch mehr drin. Ich habe noch Automatikverbinder übrig. Da habe ich eigentlich nicht mehr bestellt, dachte ich. Ich habe hier noch zwei Ecken übrig. Ich habe aber keine Ecken mehr an der Fräse, also ich weiß jetzt nicht, wo die hingehören sollen. Wie gesagt, da sind noch Schrauben dran. Gut, ja, schickt ja ein paar mehr mit. Also teilweise waren ja die Tüten nicht leer, sondern es sind ein, zwei Schrauben sind noch mit drin. Ich finde das auch super, denn man kann sich A natürlich mal verzählen beim Packen und wenn dann eine Schraube fehlt und es nicht weitergeht, ist natürlich ärgerlich. Aber auf der anderen Seite, ja, ist immer praktisch, wenn hier irgendwo eine verloren gehen sollte. Ja, so, also mechanisch soweit fertig und jetzt habe ich mit dem Schaltschrank schon mal angefangen. Gehen wir gerade mal rum. Der soll ja in dieses alte Tower-Gehäuse hier rein und ihr seht, ich habe den Frequenzumrichter von der Spindel hier mit eingebaut und da scheiden sich wirklich die Geister.
Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn wirklich dauernd Störungen und Schrittverluste oder was weiß ich auftreten sollten, dann wird unter Umständen halt der hier rausfliegen und seinen eigenen Schaltkasten bekommen. Aber erstmal bekommt das so. Das Tolle ist, ich kann jetzt hier unten diese zwei Bleche rausmachen und kann den dann hier rausziehen. Die Kabel laufen hier alle unten entlang. Hier oben seht ihr Steuerung und FU. Hier kommen zwei Schalter hin, denn ich möchte einmal den Stromanschluss für die Steuerung getrennt haben von der vom Frequenzumrichter. Heißt, ich kann nur die Steuerung einschalten und auch nur den Frequenzumrichter schalten. Und die Spindel in dem Fall. Auf der Rückseite sieht es im Endeffekt genauso aus. Das heißt, ich habe einmal für den Frequenzumrichter einen eigenen Anschluss und einmal für die Steuerung. Denn auch da wollte ich das wirklich komplett getrennt haben. Das heißt, der Frequenzumrichter hat an sich auch im Gehäuse hier keine Verbindung zur restlichen Elektronik, sondern nur mit den Steuerleitungen, die wir dann später brauchen für die Spindelsteuerung. Aber ansonsten habe ich hier keine Verbindung. Die Spindel wird auch hier oben angeschlossen, wird alles geschirmt. Das sind diese GX16 Stecker, fünfpolig. Und die kommen dann auch noch vermehrt hier rein. Das heißt, ich habe wirklich hier oben Strom rein und nur die Spindel geht hier oben raus. Hier unten, wo noch das Blech fehlt, kommen drei schaltbare Steckdosen rein. Die werden über die Relais da drinnen geschalten für, was weiß ich, Staubsauger später mal. Ist eigentlich momentan nur vorbereitet. Wir haben einen Haufen Lüfter drin. Hier auf diese Seite kommen auch wieder die gleichen GX16 Stecker mit fünf Polen. Die kommen hier unten rein. Die werden sein für XYZ-Achse, sprich für meine Schrittmotoren. Und ganz unten, also am weitesten weg von allem anderen, kommen meine Steuerleitungen rein, beziehungsweise die Endabschalter. Die werden hier ganz unten verbaut. Wie schaut es innen drin aus? Also ich möchte nicht so viel zur Elektrik eigentlich erklären, denn ich bin kein Elektroniker und jeder, der mir ein bisschen folgt, weiß, Elektronik ist eigentlich nicht unbedingt mein Fachgebiet. Ich mache das einfach nur so, beziehungsweise ich lese mich da halt ein, mache das so, dass es in der Hoffnung am Ende funktioniert und niemand gegrillt wird, wenn er das Ding anfasst. Das ganze Ding hier habe ich verblecht, das heißt, es ist ein faradayischer Käfig hier vorne, wo die FU drin sitzt. Zur Sicherheit habe ich das hier aber auf allen Seiten die Schirmung nochmal angeschlossen, denn man hat mir gesagt, dass das Eloxan hier die Verbindung unterbrechen kann. Ich habe das zwar abgeschliffen, also diese Seite, das heißt überall, wo hier die Kontaktstellen sind, auch vorne ist ja dieses Lochblech vollflächig hier drin. Das heißt überall, Akku ist fertig geladen, falls ihr das Piepsen auch hört. Hier habe ich die Schirmung überall nochmal mit angeschlossen, dass das wirklich rundrum ist, hinten ja auch. Und dann ist das Ganze in einem Käfig. Hier oben haben wir das erste Netzteil. Das treibt später hier die Motoren an. Das ist das zweite Netzteil. Lasst mich lügen, 48 Volt mit 6,7 Ampere. Steht mal hier, wie viel Watt hat das Ding dann? 320 Watt. Das hier ist später für die Stepper und für die Schrittmotoren in dem Fall. Das hier ist ein 24 Volt Netzteil. Hat, glaube ich, keine Ahnung. Müsste ich gerade nachgucken, wo es steht. 24 Volt, der betreibt nachher das Board. Dann haben wir hier die drei Relais, die später hier die Steckdosen schalten. Und hier sind die ganzen Verteiler vom Strom. Hier oben, die Kaltgerätebuchsen haben jeweils einen Netzfilter mit dran. Und hier ist jetzt eigentlich genau das. Das heißt, einmal habe ich hier den Anschluss mit Netzfilter, der vor zu dem Schalter geht und hier die Steuerung schaltet, also sprich die Netzteile und alles, was jetzt hier nach unten dann kommt. Und auf der hinteren Seite habe ich im Endeffekt den Anschluss vom Frequenzumrichter, der läuft hier nur vor, schließt den Frequenzumrichter an, der hier vorne drin ist, und dann läuft die Spindelsteuerung genau hier oben wieder zurück. Ja, das heißt, hier haben wir ansonsten nicht viel Verbindung und vom Frequenzumrichter laufen dann einmal nur die Kabel nach unten für die Spindelsteuerung, für die Geschwindigkeit und so weiter. So, hier kommt dann auch eine Schirmung mit drauf. Also ich schaue, dass ich alles so weit wie möglich
Schirme, die Stecker werden sowieso alle als Sternschirmung mit aufgelegt. Und ihr seht, ich habe hier einen Haufen Lüfter drin. Und zwar, das sind drei Lüfter, die die Luft reinblasen. Einmal habe ich eine Umlenkung drin, die einfach bewirkt, ich habe das mal getestet, dass die Luft hier eher hier oben reinströmt und nicht einfach geradeaus da reinbläst, sondern dass es hier nach oben geht. Der Lüfter hier zieht die Luft nochmal von unten einmal nach oben Richtung Netzteile durch. Der bläst sie wieder hinten raus, der bläst es auch hinten raus. Also wie ihr seht, dreimal rein, zweimal raus und hier vorne ist auch offen. Das heißt, hier kann auch die Luft durchgezogen werden. So zumindest mal der Plan. Es ist relativ viel umbauter Raum hier drin. Deswegen, also ich glaube jetzt auch nicht, dass temperaturtechnisch hier arg kritisch wird. Das jetzt ist im Endeffekt alles hier der normale Strombereich. Und jetzt gehen wir einmal nach unten. Hier habe ich jetzt schon installiert die vier Treiber. Das sind die DM542 Treiber. Und hier unten drunter kommt jetzt noch das Board. Hier habe ich das vom Timo. Nachname entfallen. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Hier kommt das Board hin und dieser WLAN-Adapter. WLAN-Adapter. Wireless-Adapter. Wireless-Adapter. Ich hoffe, das bringe ich hier alles unter. Ansonsten muss ich mir da noch was überlegen mit dem Stecker. Da gibt es mit Sicherheit eine Lösung, dass ich das irgendwie als Winkel ausführen kann oder ähnliches. Oder so rum. Und genau, also hier unten kommen nachher die Sensorleitungen hin. Wie gesagt, das ist der tiefste Punkt und der am weitesten von dem ganzen anderen kruscht und den höheren Spannungen weg ist. Dann haben wir hier die Anschlüsse von den Motortreibern, die direkt hier rüber gehen. Und hier oben haben wir im Endeffekt den Strompart mit den größeren Strömen, sage ich es jetzt einfach mal so. Genau, so sieht momentan der Plan aus. Ihr seht, hier ging es auch schon ein bisschen weiter, ist relativ unspektakulär und wie gesagt, ich möchte jetzt zu der Elektronik gar nicht so viel weitergeben. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Anleitung, an die ich mich hier gehalten habe. Das ist einmal die von Estelcam. Da ist wunderbar ein Schaltschrank erklärt, an den man sich halten kann. Und dann später natürlich von den Anschlüssen her auch das, was alles beim Board zu berücksichtigen ist, von dem Anschluss her. Genau, soweit, so gut. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Fräse so macht und wie es hier weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!